Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren StarCraft 2 Legacy of the Void Replaycast. Weiter geht's mit einem ZVP. Wir haben zwei französische Spieler dieses Mal. Zum einen in Rot vom Team Euronics Gaming, das ist Firecake. Gegen den blauen Protoss vom Team Millennium, es ist Lilbo. Das Match hier, das ist aus der Gruppenphase, der Dreamhack Gruppenphase 2. Die fand statt am Freitag um, nicht sicher wann die losging, relativ früh auf jeden Fall. Noch am Freitag wurde sehr viel von der Dreamhack bereits ausgespielt. Die zweite Gruppenphase, die Round of 32, die Round of 16. Einzig Round of 8 und Round of 4 waren dann am Samstag und am Sonntag war das Finale. Ja, das ist eben noch frühe Gruppenphase hier. Und bereits hier treffen Firecake und Lilbo aufeinander. Zwei relativ starke europäische Spieler. Frankreich hat ja die letzten Wochen ziemlich großen Sprung gemacht, was StarCraft-Talent angeht. Wir sind die letzten Monate schon. Lilbo bereits seit der WCS Season 2 sehr stark unterwegs. Season 3 konnte er ja sogar gewinnen. Firecake hingegen beim letzten Home Story Cup war richtig weit vorne, hat da den zweiten Platz belegt. Also keiner der beiden hier ein schlechter Spieler. Bin gespannt, wer sie von den beiden durchsetzen kann. Das hier ist ein Best of 3. Sie werden, wenn es gut läuft, drei Maps sehen. Wir sind hier auf Prayer and Terraces als erstes. Und Lilbo hier bereits mit dem Nexus auf dem Lowground an der Goldbase. Hingegen bei Firecake ebenfalls die Hedge an der Gold. An der eigentlich ein bisschen weiter entfernten Gold hier. Firecake könnte hier fast noch eine Doppel-Expansion machen. Aber nein, momentan schiebt er seine Drones hin zur allerersten Expansion. Hat dann Gas und Pool genommen. Wird also sich hier relativ früh Speed sichern. Hat hier die Echse, die ein bisschen weiter weg ist von ihm genommen. Nicht sicher, was der Gedankengang dahinter war. Natürlich, das wird nicht so einfach gescoutet, bis die Drones fahren jetzt hier dran vorbei. Das heißt, die Probe weiß sowieso genau jetzt hier, was abgeht. Hingegen, ja, Zerg spielt sein Speed, baut die Doppelqueen, Firecake hier soweit noch alles ganz normal. Kann natürlich mit der Goldbase in Income pushen. Eigentlich auch Protoss wird da mithalten können. Protoss mit Goldbase ist sehr beängstigend für jede andere Rasse. Viele wollen schon gar nicht auf dieser Map spielen. Das heißt, mit Protoss oder gegen Protoss einfach. Panthers, es ist eine sehr eigenwillige Karte, einfach durch die riesige offene Fläche, die Doppel-Goldbase hier unten. Da kann viel komisches Zeug passieren. Ja, Doppel-Adapt hier, bereits in die Natural hier rein. Lilbo, ah, setzt das Fokusfeuer hier auf die Drones momentan. Hier ein Link gerade immer rausgenommen. Die Queen jetzt hier haut fröhlich auf die Adapts drauf. Jetzt gibt es hier doch mal die erste Drone, die zweite Drone. Und Adepts porten sich hier in Richtung Natural. Das sind ein paar Länge. Eigentlich die Länge ohne Speed reichen hier bei weitem nicht, um diese Adepts zur Strecke zu bringen. Die laufen jetzt einfach weiter. Queen jetzt hier Fokusfeuer wieder auf den verletzten Adept bereits. Und der wird jetzt hier auch rausgenommen. Der zweite hier kriegt seinen Teleport nochmal durch. Steht jetzt in der Mitte der Karte. Trifft sich hier kurz mit der Probe. Die fährt allerdings kleine Umwege. War noch eine zweite Probe interessanterweise mit auf dem Weg. Lilbo möchte hier wohl unbedingt irgendwas proxyen. Zu Scout wird die wohl schwer sein, da die Adepts gerade gescoutet haben. Ja, Link ist ja ein paar auf dem Weg und die haben auch gleich Speed. Damit lebt die Probe hier gerade ein sehr gefährliches Leben. Eigentlich könnte sie noch rechtzeitig zu ihrem Nexus nach Hause kommen. Da steht der Battleship Core, da ist Photon Overcharge möglich. Es kommt die Twilight Council hier als Tech-Entscheidung. Protoss zurzeit eröffnet häufiger mit dem Stargate, aber Lilbo hier mit dem Twilight Council. Hat jetzt hier nochmal einen zweiten Pfeil angedrückt. Link ist jetzt hier in der Goldbase. Die können hier einfach easy Run bei starten, stammt hier die erste Probe und rennen wieder weg. Firekick. Muss natürlich hier auch gucken, dass er ein paar Probes raus und hat natürlich ein bisschen was in Linge investiert von seinen Larven. Ja, Firekick mit der doppelten Echse eben jetzt hier. Beides Goldbases heißt richtig starkes Mineral Income wird es für ihn hier geben, obwohl er keinen sonderlich starken Drone Count hat. Ja, Empire Zerg hat hier schon mal das Spiel verlassen. Nicht sicher, ob Lag. Das ist ja der offizielle Dreamhack Replay Pack. Den haben die auf ihrem Twitter preisgegeben. Das kann sich jeder runterladen. Wenn ihr den Link dazu braucht, einfach melden. Gebe ich euch gerne weiter. Ist vielleicht nicht unbedingt so einfach zu finden, irgendwelche random Twitter-Links von irgendwelchen Twitter-Accounts. Ja, es kommt das Attack-Speed-Upgrade hier für die Adepts. Und es sind auch schon einige Adepts hier dafür, Firecake. Ja, Adepts gegen Linge sind ziemlich stark. Linge eigentlich in großer Anzahl, wenn der Surround sitzt, fressen sich auch ziemlich schnell durch Adepts, durch einiges Adepts. Wenn sie klumpen, haben sie eben doch einen Karren, der nicht so leicht angegangen werden kann. Diese Karren macht einfach konstant Schaden. Ja, es wird hier gut gescoutet von Firecake, weiß, dass noch keine dritte da ist. Zieht auch den Wall-In hier. Müsste eigentlich auch die Twilight Council hier auf dem Schirm haben. Ja, hat die gesehen, als sie gerade gespawnt ist. Ja, hat hier seine Linie auch positioniert. Hat hier auch einen weiteren Link stehen. Heißt, er weiß, wenn der Protoss sich rausbewegt, dann wird er versuchen, vielleicht nochmal reinzurennen. Eigentlich hier die Lücke bereits gut dicht gemacht. Hier kompletter Wall-In. Die einzige Öffnung momentan ist die hier. Und da mal
hier in diese Goldbase reinkommen. Da steht eben der Matische Core, könnt ihr vierfachen Overcharge anwaffen. Und das ist einfach nur eine Bombe an Schaden. Da können Dinge nicht lange drin überleben. Ja, da zwingen sie jetzt hier raus, haben gleich Upgrade mit dabei. Weitere Gateways, weitere Pylon für Lilbo. Und Abwehrmaßnahmen momentan für Firekick werden vier Spinecrawler in jeder Basis. Versucht, ihren Spinecrawler hochzuziehen. Das sind ein paar Roaches da, ein paar Linge. Eigentlich Adapts hier. Ja, die Linge haben eben keine große Chance. Die Linge ist so schnell tot. Jetzt denkst du, die Roaches stehen da besser da. Eigentlich Adapts in einer großen Welle. Porten sich in die Mainbase. Da geht's wieder an die Roaches, an die Linge. Roaches starten jetzt hier auch durch Focusfire. Jetzt geht's eigentlich stattdessen auf die Drones. Und da starten jetzt hier doch einige Drones. Firekick versucht, die hier wegzumachen, aber keine Chance hier. Die Drones waren einfach nur geschreddert von den Adapts. Teleport ist wieder angeworfen. Und da geht's wieder Richtung dritte. Und da weitere Roach wird hier gefokust. Kurz vorm Tod. Aber trotzdem. So langsam Firekick kann sich mehr und mehr durchsetzen mit größerem Roach-Count, aber dennoch, er hat viel Schaden dabei genommen. Ist jetzt hier im Worker-Count hinten, wird es die Linge haben es versucht, allerdings eben nichts erreicht, die Basis so gut abgeriegelt hier. Lilbo, stark aktuell, hat sich jetzt hier einen kleinen Vorteil gesichert, einfach hat die stärkere Economy, könnte jetzt gemütlich in seine dritte Basis gehen. Hier die Probe, hat die auch irgendwas vor? Momentan hier eben an beiden Basen weitere Linge. Aktuell eigentlich Lilbo sieht es noch aus, als würde hier auf Two-Base einfach weiter pushen wollen. Holt sich Blink mit dazu, sowie den Roach Warren und ja, Stalker mit Adepts. Stalker mit Blink, Adepts mit ihrem Attack Speed Upgrade. Ist eine starke Kombination gegen Link Roach und das ist eben das, was hier Firekick hauptsächlich hat. Er versucht es nochmal, weitere Link Run bei hier in Richtung dieser Basis. Ja, aber hier Overcharge 1, 2 und danach hat sich die Sache hier erledigt. Der Patch ist ja angekündigt. Für Overcharge und für Adapts. Ja, da kommt jetzt hier der versuchte Linksround auf die Stalker. Das sitzt auch ziemlich gut. Linge blocken jetzt hier gut die Stalker weg. Die Adapts eigentlich schreddern auch nach Linge. Cross of Bice sitzen nicht. Adapts porten sie jetzt hier Richtung Natural. Allerdings, da müssen sie sich wieder wegbewegen. Da ist Creep, da ist Ravager plus Roach in der Nähe. Und Firekick kann hier weiter gegenhalten. Aber nach wie vor seine Economy ist natürlich mit zwei Goldbases okay. Aber einfach nicht fabelhaft gegen das, was Lilbo hier hat auf seinen Two Bases. Er hat wieder hier seine Adapts aktuell getrennt, die könnten vielleicht noch hier diesen Watchtower klären. Ein Warprism ist hier unterwegs, eigentlich das wird bereits gespottet durch den Overlord, da sind Stalker in der Nähe, die könnten sich da drunter blinken. Und Lilbo aktuell sehr aktiv auf der Karte unterwegs, eigentlich auch Firekick hier mit einem Haufen an Lingen. Ihr habt zu suchen jetzt hier in die Natural, da stehen eigentlich Roaches plus Ravage da. Unwahrscheinlich, dass sie hier den Teleport durchziehen möchte, ja, bricht auch entsprechend ab, versucht jetzt hier wegzurennen. Aber Linge sind dran, versuchen hier wieder den Surround zu kriegen und Adapts sind schon gut angeschlagen. Da fallen sofort die ersten 2-3 Adapts hier und jetzt Linge werden nochmal gut rausgenommen, aber trotzdem in der Unterstützung der Roaches können sie die Adapts hier bis auf eine clearen. Einer kam hier nochmal weg, konnte sich porten, aber der ist bereits an seinem Zielort gestorben. Stalk hingegen haben einen Blink in die Mainbase unternommen, da steht gerade wenig Defense. Er versucht einen Spinecrawler hochzulaufen, zusammen mit ein paar Roaches, aber Stalk gerade mit der stärkeren Position. Tracken wir relativ gut gegen die ersten Roaches, jetzt kommt jetzt die ganze Masse vom Stalk, da muss der Blink erfolgen. Teil ist bereits rausgesprungen, ein Stalk hier auch noch schön mitgezogen. Jetzt ist hier Protoss an der dritten und auch die wird ein weiteres Mal belagert. Da geht es im Kampf gegen die Roaches, da kommt noch der Blink vorwärts aggressiv hier auf die Ravage. Versucht die alle Ravage zu snipen, die Ravage sind draußen jetzt hier in Close of By, landet hier noch, Queen wird nochmal rausgenommen. Stopper Ball hält hier doch mal nochmal gut stand und Lilbo hat viel Geld auf der Kante. Er könnte nochmal wesentlich, wesentlich mehr Stalker warpen. Jetzt kommt ein weiterer Warp hin, aber dennoch, er hat viel zu viel Geld eigentlich. Könnte locker nochmal 3-4 Gateways mehr verhalten. Fokus jetzt hier die dritte Basis und die wird hier fallen. Allerdings vierte bereits gesetzt hier von Firekick. Kann es diese Gold-Dritte aufgeben. Allerdings seine Natural läuft eben auch bald leer, die hier oben gestartet wurde. Da wurden gerade Drones transferiert. Roaches versuchen zu kämpfen zusammen mit dem Brutling. Weitere Roaches kommen hier nach. Firekick hat großes Army-Supply. Eigentlich, das sind alles Roaches. Bisschen aufgeblähtes Supply hier also. Und kann hier doch nochmal die Stalker zurückpushen. Kriegt hier vielleicht nochmal einen Stalker, zwei Stalker raus. Eine stirbt hier schon mal. Da kommt Gross of Bice auf das Hopprism. Aber das verfehlt. Roaches weiterhin am Jagen. Aber wollen sie nicht zu weit off-Trieb wagen. Ja, es kommt das Attack-Upgrade für die Roaches und Ravager sowie weitere Roaches hier. Aber das Income von Firekick leidet jetzt doch so langsam. Währenddessen läuft einfach Lilbo komplett geldlos so langsam. Seine beiden Basen laufen leer, er hat keinen weiteren Nexus gesetzt. Jetzt hier an der weiteren Goldbase, eigentlich der Link, sieht das sofort, kann hier die Probe sogar noch rausnehmen. Dennoch, Lilbo mit einer starken Armee unterwegs, mit eben wichtigen Upgrades mit Blink. Und hat eben immer noch das Warpissen für seine Reinforcements mit dabei. Eigentlich auch viele Ravager, einige Roaches. Heißt, das Warpissen könnte ziemlich schnell gesniped werden, wenn es zu lange stillsteht. Wird auch sofort wieder angeklappt, bewegt sich hier weg. Lilbo kann hier nicht lange in einem Wort verwehren. Das wird einfach richtig fatal gegen die ganzen Ravager. Erst nochmal die Dinge haben vorausgescoutet, jetzt hier die Stalker. Weiteres Mal Blink.
Na trotzdem, die Slug Army hier versucht weiter den Protoss hin und her zu jagen. Es kommt die Robotics bei, um eben die dritte Basis. Das Nilsim Barot ist abgestellt worden, das Ding anzugehen. Eigentlich, das habe aktuell nur Schild Damage genommen. Jetzt geht es langsam in die Points. Währenddessen die große Slug Army versucht es in Richtung zweite Basis. Und da gibt es das komplette Engagement der Ravager in die Stalker. Da sind zwar mal ein paar Ravager gestorben. Auch Stalker wurden ein bisschen dezimiert. Der Magische Core tut, was er kann. Aber die Roaches hier fräsen sich so langsam durch den Nexus. Währenddessen hier drüben die Hauptarmee wird weiterhin beschäftigt von der Slug Army. Die versucht jetzt hier nochmal an diese Basis zu kommen. Da stehen auch nicht mehr viele Props. Und da kommt mal ein Overcharger-Dash, wird die Pines ziemlich schnell rauskommen, dass die Roaches unten werden rausgenommen, damit der Nexus überlebt hier, aber trotzdem die Slug Army hier versucht ein weiteres Mal zu fighten. Firecake hat ein bisschen Supply-Vorsprung, aber eben mit den Roaches hat sein Plus-1-Upgrade noch nicht. Gerade hier läuft ein bisschen in ein Anti-Timing, was sein Upgrade angeht. Die werden eben wesentlich stärker, die Roaches, mit dem Plus-Attack-Upgrade. Versucht sich jetzt hier rein zu Micro und in die Stalker, da kommen auch Corrosive Bites, aber Stalker bereits weggeblinkt. Hier die Robo wird kurz gefokust, jetzt die Robo wird starten, da kommt keine Disruptor raus, der Nexus wird angegangen, auch der wird fallen. Und hier die Slug Army wird so nach und nach doch angeschlagen. Da kommt ein zweites Reinforcement von unten. Corrosive Bites wird wieder weggeblinkt. Und Lilbo hier versucht einfach nicht voll zu engagieren, sondern rennt einfach ständig weg. Versucht einfach nur die Slug Army hier ein bisschen zu arresten. Hat eigentlich dafür schon seinen Nexus verloren. Und die Robo. Entgegen Firecape baut die einfach nur wie ein wahnsinniger Roaches. Versucht sie hier neu aufzustellen. Und die Stalker hier nach wie vor ohne Upgrades. Außer halt mit Blink gegen eine plus 1 Roach Ravager Army. Corrosive Bites müssen eben ständig ausgewichen werden. Es sind hier nur noch 4 Ravager da. Aktuell, einer wurde gerade nochmal rausgenommen. Und hier die Roaches in großer Anzahl. Firecake eigentlich auch nicht so viel Geld. Versucht seine Basis hier unten, hat er wieder neu gesetzt. Versucht ihn vermutlich auch bald wieder mit Drones zu besetzen. Er kann das Mineral Income dringend brauchen. Zumal seine obere Goldbase eben leer ist. Bei Lilbo sieht die Sache auch nicht viel spannender aus. Seine Main ist fast leer. Seine Natural wurde abgerissen. Er hat zwar einen Robotics Bay, aber noch keine Robo. Und ja, die Goldbase hier muss anlaufen. Eigentlich die Pops wurden gefailed vom Rally her. Das heißt, die meinen gerade überhaupt nicht. Stehen hier dumm rum und tun nichts, währenddessen der Stalker bewegt sich ein weiteres Mal auf die Karte. Da ist eigentlich viel Creepset und da sind keine Observer aktuell mit dabei. Als Creepset sieht diese ganze Stalker-Army im Warp und versucht sie wieder. Läuft eigentlich, fliegt allerdings über hier dem Changeling durch. Falls Firecake sieht, dass das Warp in der Nähe ist, sollte sie entsprechend aufstehen dafür. Hier hat auch ein paar Spinecrawlers hier in der Mainbase stehen, ein paar Roaches als Unterstützung. Und der große Roach Ravager Ball bewegt sich ein weiteres Mal an die Hälfte der Karte. Aber möchte ja auch nicht zu aggressiv sein. Aktuell Firecakes Army kann natürlich trotzdem verlieren, wenn er hier einen blöden Fight nimmt gegen Blinkstalker. Wenn die Einzelnen geblinkt werden, jetzt kommen hier noch Sandfields mit dazu, damit Forcefields möglich. Natürlich Ravager kontern wiederum die Forcefields. Es kann hier einen sehr interessanten Fight geben zwischen den beiden. Das Warp ist mir fröhlich am Scouten. Schwierig das zu treffen mit den Ravagern. Es kommen eben nochmal 5 Ravager mit dazu, damit der Ravager Count hier ordentlich mit 12 Stück und 40 Unterstützungs-Roaches. Und es kommen jetzt nochmal Linge. Firecake hier kurz vorm Max-Out. Da fehlt nicht mehr viel und eben hat hier nochmal ein paar Probes Arrest. Verliert eigentlich dafür ein paar Roaches. Da benutzt die Zeit hier, um die Robo erneut das Mal anzugehen. Da wird wieder kein Disruptor rauskommen. Die Robo fällt hier. Und jetzt hier Sentry Stalker gegen Roach Ravager Army. Und momentan hier sieht einfach die Stalker mir nach wesentlich mehr aus. Da kommen Force Feeds. Eigentlich sofort die Corrosive Bites hier auf die Force Feeds. Stars jetzt aufgelöst. Linge strömen nach vorne. Sentries starten hier ziemlich schnell weg, weil die Corrosive Bites hier ist. Da wurde gerade noch rechtzeitig weggeblinkt, aber trotzdem zieht der Stalker bei Versuch gegen die große Roach Ravager Army zu bestehen. Da kommen weitere Corrosive Bites. Die Stalker einfach haben gerade wenig Platz zu machen und da sterben einige Props im Feuergefecht. Die Silence hier sind einfach nur Kanonenfutter. Die Pines haben überhaupt keine lange Lebensdauer. Da ist eine weitere Robo fertig, aber auch die wird ziemlich schnell sterben. Da kommt überhaupt nichts raus aus der Robo und die Stalker hier werden einfach nur dezimiert. Die Roach Army rollt hier einfach drüber und Firecake sichert sich hiermit in diesem Best of 3 das 1:0. Schönes erstes Spiel der beiden auf Prime Terraces. Beide hier mit Goldbases. Firecake hat hier dem de facto 2-Base All-In hier von Lilbo standgehalten. Er lief einfach auf so einem niedrigen Income nach einer Weile. Das hat sich einfach wirklich nicht mehr rentiert. Dementsprechend hat er seine Gateways nicht mehr vernünftig mit Units versorgen können. Und sein Supply ist eben nicht mehr schnell genug gewachsen. Deswegen fehlt einfach am Ende der wichtige Splash Damage, da nicht seine Robo zweimal gesniped wurde. War bitter für ihn. Damit hier erstes Match hier an Firecake. Ja, Firecake ist eben stark unterwegs, darf man nicht unterstützen. Lilbo hier, ich würde ihn ein bisschen Ticken schwächer einschätzen als Firekick, so unterm Strich von der Form her, zum aktuellen Zeitpunkt. Aber mal sehen, was die anderen Matches noch so bringen der beiden. Bedankt mich fürs Zusehen, hoffe es ist ein Action Replay Cast, macht's gut und ciao.